Unsere Arbeit wird begleitet von unternehmensinternem Prozesswissen. Andererseits werden Informationen und Daten erzeugt, die für Unternehmen relevantes Wissen darstellen. Oft gelingt es jedoch nicht, dieses Wissen bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. Die Übergabe auftragsbezogener Daten an Maschinen und Geräte kann zum Beispiel nicht immer gewährleistet werden. Dadurch werden personelle Kapazitäten gebunden, die an anderer Stelle fehlen. Fehlende Ordner und Dateistrukturen führen zu Stress bei Mitarbeitern, verursachen Fehler und unnötige Kosten. Wie kann digitales Chaos am Arbeitsplatz vermieden und Ordnung in Geschäftsprozesse und Produktionsabläufe gebracht werden? Auch hier kann die Zuhilfenahme von Wissenswerkzeugen helfen. Ein Beispiel ist das Prinzip der selbsterklärenden Ordnerstrukturen, mit dem sich Laufwerksstrukturen optimieren lassen. Die Ablage und das Wiederfinden von Daten werden festgelegt und vereinheitlicht. So können Dokumente innerhalb großer, gewachsener Dateibestände eindeutig identifiziert werden, ohne zusätzliche IT-Systeme oder Suchmaschinen einzusetzen. Da Unternehmen sich voneinander unterscheiden, müssen sich auch die Ordnungsprinzipien für die Verzeichnisstruktur unterscheiden. Überlegen Sie, wie Ihr Betrieb funktioniert. Denkt ihr eher in Prozessen? Wird in Projekten gearbeitet? Ist er traditionell in Abteilungen unterteilt? Muss er sich an unterschiedlichen Kunden orientieren? Überall dort, wo Wissen und Daten archiviert oder zur Verfügung gestellt werden, wo Menschen untereinander oder mit Maschinen kommunizieren, Teams zusammenarbeiten, können Fehler und Missverständnisse vermieden werden. Kommunikation ist ein Erfolgsfaktor in jedem Unternehmen. Eine gute betriebliche Struktur baut ihr Wissen aus und erhält es. Sprechen Sie Ihren Berater in einer Handwerkskammer oder Handwerksorganisation in Ihrer Nähe an.